Hallo Leute, hier ist wieder Garthold. Willkommen zurück zu Let's Play Stanley Parable. Ich habe den letzten Spielstand geladen. Wir stehen hier vor der Mind Control Factory. Und irgendwie laggt so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Warum laggt das so? Keine Ahnung. Jetzt ist es weg. So, ja, wie gesagt, letzter Spielstand geladen. Wie weit komme ich eigentlich nochmal zurück? Kann ich zurückgehen? Das wäre eine gute Frage. Geht das? Wahrscheinlich nicht. Nee. Eigentlich nach dem, was das für ein Klickgeräusch ist. Das ist der intern. Also das ist nicht die Tastatur. Das hier. Weil wenn ich alle anderen Knöpfe drücke, passiert nichts. Nur das ist E. Da lang sind wir ja schon gelaufen. Also gehen wir mal wieder hier rein. Das kennen wir ja schon, also. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Kann nicht zurückgehen. Also, wie ich gesehen habe oder wie ich herausgefunden habe, gibt es viele, viele Enden und die kommen darauf halt eben, was man tut. Welchen Weg man geht, und das kann manchmal auch irgendwie eine Kleinigkeit sein. Entsprechend, ich versuche natürlich alles zu finden. Wenn ich irgendwann nichts mehr finde, dann finde ich halt nichts mehr. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ja. Viele, viele Bildschirme. Menschen. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Finden wir jetzt heraus. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof, the heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ja. Gut, gucken wir uns mal das. Ich glaube, es ist das Good Ending. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich nicht weiß, was passieren wird. Den kann ich nicht drücken. Router Buttons. Ja, gucken wir uns das Good Ending mal von Stanley Parable an. Also was passiert, wenn wir dieses Ding da ausschalten? Awaiting Input. Was steht eigentlich da unten? Mind Control. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. So, dann schalten wir es mal aus. Okay. War nur laut. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Da hinten sieht man was. Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened,
Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Das sah schön aus. Ich wäre da gerne rumgelaufen. Darf wahrscheinlich aber nicht. Aber ich wollte es kaputt machen. The end. The end is never the end. The Arsenal is loading. Bla. Ausgezeichnet. Ich hoffe übrigens, man versteht mich jetzt ein bisschen besser. Das letzte Mal war ein bisschen Heil drin in den letzten zwei Aufnahmen. Ich habe jetzt hier so einen improvisierten, ja, Hallschutz mal aufgebaut. Das kann man hier mal ganz kurz zeigen. Hier, das hier ist meine Bettdecke und kann man sehen? Nee, kann man nicht sehen. Schade. Ja, praktisch so eine Abschirmung für mein Mikrofon. Insofern, so, ich kann schon ins Bild. Passt? Ja, passt. Schade. 427. Ich will den Input machen. Ich krieg schon einen Tisch. Okay. Ja, dann würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall mindestens ein Ending, das man sehen muss. Oder das es auf jeden Fall gibt, von dem ich weiß, dass es existiert. Und ich gehe davon aus, dass es noch zwei andere Endings gibt oder so. Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, mein Name ist Gorthog. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall und wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin und ciao, ciao.